Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer Sendung geht es heute um wichtige Treffen, die zum Teil sogar Entscheidungen gebracht haben. Unsere Themen. Mögliche Koalition, kommt jetzt schwarz-rot. Limburger Luxus, was wird aus Bischof Thibarts van Elst? Und fantastischer Film Finsterworld ab heute im Kino. Es hat erstmal ziemlich geknirscht im Gebälk. Zwei Sondierungsrunden lang hatte man den Eindruck, Schwarz und Rot wollen oder können nicht zusammen. Mindestlohn hin, Steuererhöhung her, da schien überhaupt nichts zu gehen. Naja, und dann ging es heute plötzlich ganz schnell. Nach gerade mal 3 Stunden Sitzung waren Union und SPD sich einig in Berlin. Aus den Sondierungsgesprächen sollen ab Mittwoch nächster Woche echte Koalitionsverhandlungen werden. Vorausgesetzt natürlich, dass der SPD-Parteikonvent diesem Vorschlag der Parteiführung am kommenden Sonntag zustimmt. Tim Hirten und Diana Schulz über den plötzlich ganz flotten Fortgang der Sondierungsgespräche in Berlin. Ich bin sehr zufrieden und wünsche Ihnen allen ein wunderschönes Wochenende. Horst Seehofer verkündete freudestrahlend, was man 3 Stunden zuvor schon an der Farbwahl des Sakkos der Kanzlerin hätte ablesen können. Sie trug Rot, die Farbe der SPD, und signalisierte damit, die Große Koalition kommt. Ein weiteres Indiz: statt sich anzubrüllen wie am Montagabend, plauderten SPD-Vize Hannelore Kraft und CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt entspannt auf dem Balkon. Unterdessen machten separat die 3 Parteichefs von CDU, CSU und SPD unter 6 Augen alles klar. In den 3 Sondierungsgesprächen ist deutlich geworden, dass wir in der Betrachtung der vor der Politik in den nächsten 4 Jahren in Deutschland liegenden Herausforderungen, aber auch hinsichtlich der wichtigsten Antworten auf diese Herausforderungen ein hinreichendes Maß an Gemeinsamkeit erarbeiten können. SPD-Chef Gabriel wirkte nicht ganz so zufrieden, denn er hat für die SPD wenig Konkretes in der Hand. Schon gar nicht den geforderten Mindestlohn, sondern ihm bleibt nur die Hoffnung darauf. Die Union weiß, das weiß sie aber schon länger, nicht erst seit heute, dass ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro, genauso übrigens wie andere Themen am Arbeitsmarkt wie Leiharbeit und Werksvertragsarbeitnehmer, dass das zentrale Aufgaben sind, ohne die eine gemeinsame Koalition am Ende aus Sicht der SPD keinen Sinn machen würde. Die Union signalisiert zwar entgegenkommen, aber auch nicht mehr. Wir haben ein gemeinsames Ziel einer vernünftigen Mindestlohnregelung. Wir werden da, bin ich zuversichtlich, auch ein Ergebnis finden, aber das ist heute nicht erarbeitet worden. Auch von Steuererhöhungen ist nach den Sondierungen keine Rede mehr. Und so auch nicht, woher mehr Geld für Bildung, Familien und Infrastruktur kommen soll. Doch selbst der einst größten Zweiflerin an der Großen Koalition in der SPD reichen nun Absichtserklärungen. Wir werden in den Verhandlungen darauf achten, dass es dafür auch eine solide Finanzierung gibt. Das alles macht es für den SPD-Chef nicht leichter. Mit vagen Zusagen muss er nun seine Partei überzeugen von einer Großen Koalition. Nagelprobe ist der Parteikonvent am Sonntag in Berlin. Und das wird schwierig, das zeigt eine Stichprobe im Ortsverband Uedem in Nordrhein-Westfalen. Dort hat die SPD bei der Wahl gerade 28% erreicht. Und hier herrscht weiter Skepsis gegenüber einem Bündnis mit der Union. Ich bin da kein Freund von, aber wenn es so sein soll, dann kann ich nur hoffen, dass da viel SPD drin ist und wir nicht nachher wieder als die Wortbrecher dastehen. Das, was ich so gehört habe, ist eigentlich bis jetzt noch nicht wirklich ein Entgegenkommen. Also meine Erwartungshaltung ist, dass da noch viel Bewegung kommen muss von Seiten der Union. Die SPD-Spitze wird also Überzeugungsarbeit leisten müssen, um dem Parteikonvent eine Zustimmung abzuringen. Man spürte vielleicht einen leisen Zweifel, ob das gelingen kann, als sich Sigmar Gabriel heute von den Journalisten verabschiedete. So, das war's. Alles Gute. Bis demnächst, nehme ich an. Tja, in Hamburg begrüße ich jetzt Olaf Scholz, stellvertretender SPD-Parteivorsitzender und Hamburgs erster Bürgermeister. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend. Herr Scholz, wenn man da, wie wir es gerade gesehen haben, in die Basis reinhört, wie in dem Beitrag, von richtig großer Begeisterung, sehe ich da nichts, oder doch? Muss ja auch nicht sein. Wir haben sorgfältig sondiert, 3-mal, wie Sie berichtet haben. Und in diesen Sondierungen ging es ja auch noch gar nicht darum, die Verhandlungen zu führen.
Das wird in den nächsten Wochen und Monaten der Fall sein. Und am Ende der Verhandlungen müssen feste Ergebnisse stehen. Das, was wir jetzt versucht haben, ist herauszufinden, ob wir das Urteil abgeben, wir schaffen in den Verhandlungen das, was wir uns vorgenommen haben. Und da ist sich die Parteiführung einig und sagt deshalb, der Parteikonvent möge, wenn er unseren Ratschlägen folgt, sagen, wir beginnen mit den Koalitionsgesprächen, weil wir miteinander hoffen dürfen, dass wir auch vernünftige Ergebnisse erzielen. Und der Parteikonvent ist am kommenden Sonntag einer der Knackpunkte, den hat die SPD im Wahlkampf, aber auch am Rande der Sondierungsgespräche immer wieder laut genannt und betont, flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro. Aber wenn ich das richtig sehe, mehr als eine vage Antwort darauf haben Sie bisher nicht bekommen. Ist das nicht ein bisschen dünn? Wir haben sehr sorgfältig sondiert und ich könnte Ihnen stundenlang erzählen, was ich glaube, was bei welchem Thema wie herauskommt. Denn dazu dienen ja die Sondierungen, nur mache ich das nicht, weil das ja nicht der Zweck der Veranstaltung ist. Was wir glauben, ist, dass wir unsere Ziele durchsetzen können. Und dazu zählt nicht nur der Mindestlohn, sondern alles, was mit dem Arbeitsmarkt zu tun hat. Wir wollen, dass diejenigen, die tüchtig sind, die fleißig sind, die sich jeden Tag anstrengen, nicht die Dummen sind. Und deshalb muss man dafür sorgen, dass mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt herrscht, als das heute der Fall ist. Unsere sichere Überzeugung ist, das schaffen wir auch durchzusetzen in den Koalitionsverhandlungen. Nun müssen Sie ja, Herr Scholz, oder die Parteiführung beim Parteikonvent am Sonntag antreten und überzeugen. Aber was passiert eigentlich, wenn der Parteikonvent sagt, haben wir alles gerne gehört, ist interessant, macht aber keinen Sinn, machen wir nicht mit? Naja, dann gäbe es keine Koalitionsverhandlungen, weil der Parteikonvent dazu die Entscheidung zu treffen hat. Aber Sie haben ja gesehen, dass alle Vorsitzenden der SPD, die bei den Sondierungen dabei waren, gemeinsam gesagt haben, wir empfehlen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen. Auch diejenigen, die immer das alles mit großer Skepsis betrachten. Und das ist ja auch vernünftig so, denn das, was wir jetzt in vielen Runden und Stunden miteinander diskutiert haben, das müssen wir am Sonntag vermitteln. Und dabei geht es um die Frage, klappt es wohl am Ende der Koalitionsverhandlungen oder nicht? Die haben ja noch gar nicht begonnen. Es hat in den ersten zwei Runden, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, der Sondierungsgespräche ja mächtig geknirscht. Was hat denn jetzt heute den Umschwung gebracht? Was hat das Ding umgedreht? Wir haben sehr klar und offen miteinander gesprochen. Denn das ist ja das, was wir herauskriegen müssen, ist das, was wir wollen, durchsetzbar. So weit, dass wir sagen können, in einem Monat, in anderthalb Monaten können wir auch einen Koalitionsvertrag zustande bringen, den wir dann den Mitgliedern der SPD zur Abstimmung stellen wollen. Und wenn man da zur Sache kommt, dann knirscht es schon mal. Das ist aber sinnvoll, weil es ja am Ende, wenn die Verhandlungen begonnen haben und wenn sie fortschreiten, auch zu guten Ergebnissen kommen soll. Nehmen wir mal an, das läuft alles so. Dann haben Sie ja noch eine Mitgliederabstimmung vor sich am Ende der Koalitionsgespräche dann. Ja. Glauben Sie, dass wir bis Weihnachten eine schwarz-rote Regierung haben? Prognosen sind immer schwierig, aber der Ehrgeiz sollte schon da sein, dass man es bis dahin geschafft hat. Auf alle Fälle bin ich sehr froh darüber, dass wir als sozialdemokratische Partei die vielen hunderttausend Mitglieder der SPD an dieser Entscheidung beteiligen. Die tun das ja stellvertretend für viele, die die SPD gewählt haben. Und vielleicht ist es in Zukunft so, dass sowas andere auch machen müssen. Herr Scholz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sie haben buchstäblich bis zur letzten Minute mit dem Feuer gespielt. Dann aber war den Republikanern in Washington das Risiko einer kompletten Zahlungsunfähigkeit der USA mit sicher weltweiten Auswirkungen doch zu hoch. Die gemäßigten Republikaner haben zusammen mit den Demokraten im Senat und im Repräsentantenhaus zumindest ein paar weitere Monate die Schuldengrenze nach oben angehoben. Das heißt, der amerikanische Staat kann seine Rechnungen und seine Angestellten wieder bezahlen und sie aus dem Zwangsurlaub zurückholen. Der Gewinner dieser Runde, der für uns in Europa immer noch schwer nachvollziehbaren Auseinandersetzung, war am Ende Präsident Obama. Jedenfalls bis zur nächsten Runde. Stefan Niemann aus Washington. Erleichterung und Aufbruchstimmung in Washington. Landwirtschaftsminister Tom Vilsack begrüßt seine Mitarbeiter sogar per Handschlag. Nach 16 Tagen Zwangsurlaub dürfen Amerikas Regierungsangestellte endlich wieder arbeiten. Das ist eine kleine Dankesgeste für die Schwierigkeiten und den Stress der letzten Wochen. Wir sind froh, dass alle wieder da sind. Auch Margaret Fair eilt schon früh ins Büro. Sie ist tatendurstig nach der unfreiwilligen Pause. Ich habe die Zeit genutzt und mal so richtig aufgeräumt zu Hause, war jeden Tag beim Sport, um aus dem Negativen was Positives zu machen. Doch Margaret ist auch stocksauer auf die Republikaner. Die hätten das Land völlig unnötig lahmgelegt.
Die Gesundheitsreform ist doch längst Gesetz. Da jetzt noch die Finanzierung kippen zu wollen, ist doch verrückt. Die Haushaltskrise der USA und die drohende Zahlungsunfähigkeit zunächst abgewendet. Einem im Senat ausgehandelten Kompromiss hatten beide Kammern des Kongresses gestern Nacht mehrheitlich zugestimmt. Der Übergangshaushalt gilt nun erstmal bis Mitte Januar 2014. Amerika räumt auf, doch die Politik hat sich lediglich Zeit gekauft. Die politische Krise soll die USA rund 24 Milliarden Dollar gekostet haben und jede Menge Ansehen. Wir müssen doch zusammenarbeiten, um die Regierungsarbeit zu verbessern, statt die Regierung als Feind zu behandeln und zu sabotieren. Wenn euch eine Politik nicht passt oder ein bestimmter Präsident, dann kämpft für eure Position und gewinnt eine Wahl. Ihr könnt die Regierung verändern, aber macht nicht alles kaputt. Push to change it, but don't break it. John Boehner und seine Republikaner gelten als Verlierer des jüngsten Machtkampfes in Washington. Doch weder sie noch die Demokraten können sich jetzt eine Atempause gönnen. Denn die gewaltigen Schuldenprobleme sind nach wie vor ungelöst. Eine gemeinsame Kongresskommission aus Haushaltsexperten berät seit heute Morgen über langfristige Wege aus dem Schuldendilemma. Wir haben seit 2009 keinen ordentlichen Haushalt. Höchste Zeit, darüber zu reden und unsere Differenzen auszuräumen. Wie wir die Schulden abbauen, können wir jetzt noch nicht sagen. Eine leichte Cola nach schweren Zeiten. Margaret Fair macht Mittagspause an der National Mall, noch ganz erfüllt von diesem Morgen nach ihrem Zwangsurlaub. Ich war so glücklich, meine Kollegen zu sehen. Wir haben uns umarmt, sind vor Freude rumgehüpft. Schließlich hatten wir uns 2,5 Wochen nicht gesehen. Margaret hofft, dass der Politzirkus sich in den kommenden Monaten beruhigt. Dann eilt sie zurück ins Ministerium. Da ist in den letzten 16 Tagen unendlich viel Arbeit liegen geblieben. Zu den politischen Auseinandersetzungen in Washington und deren weltweiten Auswirkungen jetzt ein Kommentar von Michael Strempel vom Westdeutschen Rundfunk. Das war haarscharf. Millimeter vor dem Abgrund haben die US-Politiker die Notbremse gezogen, für die der Name Vereinigte Staaten von Amerika zumindest noch ein bisschen Bedeutung hat. Aber mehr erreicht, als am Abgrund stehen zu bleiben, haben sie noch nicht. Und die ganze Welt, auch wir, starren jetzt in das tiefe Loch einer neuen Weltfinanzkrise, in die uns eine Handvoll verstockt fundamentalistischer Republikaner von der sogenannten Tea Party-Bewegung beinahe gerissen hätte. Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Und wenn die weltgrößte Volkswirtschaft ihre Schulden am Ende des bizarren Tauziehens nicht mehr bedienen kann, geht das längst nicht nur die Amerikaner etwas an. US-Schuldpapiere liegen in den Depots internationaler Banken, Pensionsfonds und anderer Finanzinstitute, auch in Deutschland. Sollten sie dramatisch an Wert verlieren, droht ein neuer Kollaps. Den letzten haben wir noch längst nicht verdaut. Und eine Kombination aus noch schwelender Euro-Krise und amerikanischer Zahlungsunfähigkeit, die hätte das Zeug zu einer finanzpolitischen Atombombe. Die Tea Party-Fanatiker spielen nicht nur mit der Zukunft ihres eigenen Landes, sie setzen das Wohl von Menschen weltweit aufs Spiel. Die Leidtragenden am Ende der Kette sind immer die kleinen Leute, das haben wir in der Finanzkrise von 2008 ja gesehen. Die USA müssen sich ihrer Verantwortung wieder bewusst werden, nicht nur als militärische, sondern auch als wirtschaftliche Führungsmacht. In ihrem eigenen Interesse als Exportnation. Der Schlüssel dazu liegt bei den Republikanern. Wenn sie die Patriotismus so groß schreiben, die verantwortungslosen Radikalen in den eigenen Reihen nicht dauerhaft aufhalten, stehen wir in ein paar Monaten vielleicht schon nicht mehr am Rand des Abgrunds, sondern sind einen Schritt weiter. Michael Strempel kommentierte. Der Haushaltsstreit in den USA hat auch am Tag nach der Einigung für Bewegung an den Finanzmärkten gesorgt. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner. Während die US-Börsen gestern noch mit Erleichterung auf die sich abzeichnende Einigung im US-Haushaltsstreit reagiert hatten, lag der Dow Jones-Index in New York zwischenzeitlich deutlich im Minus. Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex schloss mit 0,4% im Minus bei jetzt 8.812 Punkten. In New York blieb der Dow Jones nahezu unverändert und ging mit 15.371 Punkten aus dem Handel. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Heute ist Zahltag. Anleger nehmen nach den Rekordständen der vergangenen Tage die Gewinne mit.
Der größte ausländische Gläubiger der USA, China, ist indessen schwer verärgert. Das Reich der Mitte hält nämlich US-Staatsanleihen in Höhe von fast 1,3 Billionen Dollar und hatte sich bereits während der Streitereien in Washington Sorgen gemacht. Prompt stufte die chinesische Ratingagentur Dagong die Kreditwürdigkeit der USA von A auf A- herunter, versehen mit einem negativen Ausblick. Das können die USA wohl verschmerzen, denn die Risikozuschläge der kurzlaufenden US-Staatsanleihen sind seit gestern wieder stark gesunken. Und damit zahlen die USA nun wieder deutlich weniger an ihre Gläubiger. Trotzdem hat der US-Haushaltsstreit eine ganze Menge Geld gekostet. Nach Berechnungen der Ratingagentur Standard & Poor's etwa 24 Milliarden Dollar. Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen damit, dass die Konjunktur im nächsten Jahr anzieht. Für das laufende Jahr haben sie ihre Prognose gesenkt. Im Frühjahr hatten die Institute noch ein Wachstum von 0,8% vorhergesagt. In ihrem heute vorgelegten Herbstgutachten rechnen sie nur noch mit 0,4%. Für das kommende Jahr erwarten sie jetzt einen Zuwachs von 1,8%. In dem Gutachten äußern die Forscher Bedenken gegen die Überlegungen für einen Mindestlohn. Überteuerte Großbauprojekte der öffentlichen Hand sind im diesjährigen Schwarzbuch zur Steuerverschwendung ein Schwerpunktthema. Bei dessen Vorstellung heute in Berlin prangerte der Bund der Steuerzahler unter anderem das Debakel beim Bau des neuen Hauptstadtflughafens an. Dabei seien die Kostenexplosionen größtenteils von Politik und Verwaltung hausgemacht und somit vermeidbar, hieß es. Die Speicherung von digitalen Fingerabdrücken in Reisepässen ist zulässig. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschied heute, die bestehende Praxis sei gerechtfertigt, da sie Betrug verhindern helfe. Ein Mann aus Bochum hatte geklagt, weil er sich in seinem Grundrecht auf Datenschutz verletzt sah. In Deutschland werden Fingerabdrücke seit 2007 in Pässen gespeichert. Der Fall des ausgabefreudigen Limburger Bischofs Thebarts van Els hat nicht nur viele Gemüter bewegt, sondern unverhofft auch in der Sache etwas vorangebracht. Warum? Eine ganze Reihe von Bistümern hat sich nämlich dazu entschlossen, ihre Vermögensverhältnisse offenzulegen. Das müssen sie zwar nicht, aber der Druck der öffentlichen Debatte innerhalb wie außerhalb der katholischen Kirche hat das sicherlich bewirkt. Bleibt die Frage, was mit dem Limburger Bischof selbst geschieht. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hat heute unter anderem wegen dieser Personalie einen Termin bei Papst Franziskus im Vatikan gehabt. In letzter Instanz entscheidet nämlich Papst Franziskus, ob dieser Bischof im Amt bleiben kann oder eben nicht. Ellen Trapp aus Rom. Es geht der Tag zu Ende, auf den in Deutschland so viele warteten. Papst Franziskus empfängt Erzbischof Zollitsch. Der eigentliche Grund des Treffens, die Lage der katholischen Kirche in Deutschland. Doch das Gespräch wird überschattet von den Vorwürfen vom Fall Thebarts van Elst. Über Inhalte oder mögliche Ergebnisse der Unterhaltung will der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz sich anschließend nicht äußern. Doch er zeigt sich beruhigt. Ich habe erfahren hier, dass alle in einer konstruktiven Weise daran interessiert sind, im Blick auf Limburg doch bald und auch zu einer guten Lösung zu kommen. Morgen nimmt die Kommission ihre Arbeit auf, die die Finanzen des Bistums Limburg genauer untersuchen soll. Sie wurde von Erzbischof Zollitsch eingesetzt. Ist Bischof Thebarts van Elst alleine verantwortlich für den über 30 Millionen schweren Neu- und Umbau seiner Residenz? Protokolle belegen laut katholischer Nachrichtenagentur, dass er neben seinem Vermögensverwaltungsrat auch den Vatikan im Sommer 2011 über weitaus höhere Baukosten als geplant informiert hatte. Das bedeutet einfach, dass man nicht mehr den Bischof als den Alleinschuldigen für diese Entwicklung hinstellen kann, sondern dass man das gesamte Bild in den Blick nehmen muss. Und da gehören eben die anderen Gremien auch mit dazu. Das könnte einen der Vorwürfe gegen Thebarts van Elst entschärfen. Beobachter gehen davon aus, dass die Limburger Vorfälle im Vatikan ohnehin keine große Rolle spielen. Der Abt Primas der benediktinischen Konföderation Notker Wolf lebt und arbeitet in Rom und sorgt sich trotz allem um die Folgen für die katholische Kirche. Aber es bedrückt natürlich sicher die Leute hier und auch den Papst, dass nun wieder ein so schlechtes Bild auf die Kirche fällt. Und zwar wieder ausgelöst durch einen Kirchenmann. In der Vergangenheit gab es Erzbischöfe, die wegen Finanzproblemen zurücktreten mussten. Anton Stress und Marian Turnzek aus Slowenien mussten Ende Juli ihr Amt abgeben.
Ein Jahr zuvor musste sich der slowakische Erzbischof Bezzak für seine Probleme vor Papst Benedikt rechtfertigen. Auch Bezzak ist nicht mehr im Amt. Mit welchen Folgen der Limburger Bischof rechnen muss, ist noch nicht abzusehen. Noch stehen Vorwürfe im Raum, der Bau sei viel zu luxuriös und der Öffentlichkeit seien zu lange falsche Zahlen vorgegaukelt worden. Und schließlich habe er bezüglich seines Erste-Klasse-Fluges nach Indien gelogen. Es heißt, Theberts van Elst soll noch in Rom weilen. Ob Papst Franziskus ihn noch empfangen wird, ist unklar. Bernhard Wabnitz in Rom. Sie sind ja nun ein wirklich guter Kenner des Vatikans. Machen wir einen Strich drunter. Heißt das denn jetzt, dass die Gläubigen im Limburger Bistum damit rechnen müssen, dass Theberth van Elst ihr Bischof bleibt? Thomas Roth, das ist sicher heute Abend schwierig zu beantworten, weil wir mitten in einer Meinungsfindung sind. Ich will es einmal so sagen. Die katholische Kirche hat 2945 Bistümer, eins davon ist Limburg. Und heute wurde der Papst vom Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, ich denke erstmals über Hintergründe, Zusammenhänge, auch im Übrigen über die Verärgerung der Gläubigen in der Diözese Limburg informiert. Er muss sich jetzt erst einmal ein Bild machen. Man setzt also im Moment auf Zeit. Auf Zeit setzt im Übrigen auch die Staatsanwaltschaft in Limburg, die den Verdacht auf Untreue ja zunächst einmal bei den einzelnen Betroffenen abfragen will. Und man wird sich auch Zeit lassen müssen, um zu hören, was die Staatsanwaltschaft Hamburg und die Gerichte schließlich sagen. Das ist sozusagen im Moment die Linie. Und aber es ist unzweifelbar, dass man in Rom und vor allen Dingen auch Papst Franziskus, der argentinische Papst, der natürlich ohnehin den Luxus der europäischen Bischöfe, aber auch der gesamten europäischen Gesellschaft, auch der Bevölkerung natürlich sieht, dass er das, was man als Verschwendung bezeichnet, sicher nicht gut findet. Das wäre genau die nächste Frage. Ist er denn nicht im Zugzwang, seine Sicht als Oberhaupt einer Kirche der Armen, so hat er es ja gesagt, an diesem Fall nun auch unter Beweis zu stellen? Er hat ja schon öfter unter Beweis gestellt, dass er, wenn wirklich Untreue vorliegt oder Veruntreuung vorliegt, dass er dann handelt und Bischöfe entlässt. Nur, man sieht natürlich im Moment auch, oder man stellt sich in Rom die Frage, ist diese ganze Welle, die da auf den Bischof Theberth van Elst niederging, ist das nicht möglicherweise doch eine Welle mit sehr vielen Unrichtigkeiten, mit Halbwahrheiten? Und das möchte man eben zunächst einmal sehen und überprüfen und dann möchte man zu einem Urteil kommen. Das heißt, Theberth van Elst hat tatsächlich, wenn man so will, heute etwas Zeit gewonnen, aber er müsste diese Zeit auch nützen. Und heißt es, sein Gesundheitszustand sei nicht der beste. Aber am vernünftigsten wäre es natürlich, wenn er selber handelt. Das erwartet der Papst, der im Grunde genommen ja in einem Zwei-Zimmer-Apartment im Vatikan wohnt und sich eine solche Residenz bestimmt nicht vorstellen kann. Vielen Dank, Bernhard Wabnitz, nach Rom. Seit mehr als zwei Jahren sitzt die Ikone der Orangenrevolution in der Ukraine bereits in Haft. Jetzt sind die Chancen für eine Ausreise von Julia Timoschenko gestiegen. Mehr dazu jetzt wieder mit Susanne Daubner. Sollte das Parlament einer Behandlung der kranken Oppositionspolitikerin zustimmen, will Präsident Janukowitsch das entsprechende Sondergesetz unterschreiben. Deutschland hat Timoschenko angeboten, ihr Rückenleiden in einer Berliner Klinik behandeln zu lassen. Eine Freilassung der ehemaligen Ministerpräsidentin gilt als Bedingung für ein Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine. Hunderte Schüler haben in Paris gegen die Abschiebung einer 15-Jährigen in das Kosovo protestiert. Sie blockierten die Eingänge von etwa 20 Schulen und zogen vor das Innenministerium. Ihre Forderung, die Rückkehr des Mädchens und anderer abgeschobener Schüler. Der Fall der 15-Jährigen sorgt seit Tagen in Frankreich für Empörung. Sie war während eines Schulausfluges von der Polizei aufgegriffen und zusammen mit ihrer Familie abgeschoben worden. Im Irak sind bei einer Serie von Bombenanschlägen mindestens 60 Menschen getötet worden. Allein im Großraum Bagdad detonierten 11 Autobomben. Zwei weitere Sprengsätze wurden im Norden des Landes gezündet. Zu den Anschlägen bekannte sich zunächst niemand. Behörden vermuten dahinter sunnitische Terrorgruppen. Seit Jahresbeginn haben extremistische Gewalt und Anschläge mehr als 5000 Todesopfer im Irak gefordert. Dichte Rauchschwaden verdunkeln den Himmel über der australischen Millionenstadt Sydney. Etwa 100 Buschbrände zählen die Behörden im Bundesstaat New South Wales. Tausende Feuerwehrleute sind im Einsatz. Starker Wind und hohe Temperaturen erschweren die Löscharbeiten. Mehrere Häuser brannten nieder. Buschbrände sind in dieser Region nicht ungewöhnlich. Doch normalerweise treten sie in diesem Ausmaß erst in den Hochsommermonaten Dezember bis Februar auf. Finster World, wenn man so einen Filmtitel
hört, dann erwartet man wohl einen düsteren Schwarz-Weiß-Streifen über das Ende der Welt oder über einen finsteren Despoten. Doch was den Zuschauern ab heute im Kino und die Zuschauer ab heute im Kino erwartet, das sind grellbunte Bilder, so überzeichnet, dass sie fast schon wieder gezeichnet wirken. Verstörend sind sie natürlich trotzdem, denn sie werfen einen ziemlich bösen Blick auf deutsche Innenwelten. Das Drehbuch von Schriftsteller Christian Kracht und seiner Frau Frauke Finsterwalder erspart den Figuren und damit auch dem Zuschauer nichts. Und so wird diese filmische Farce bei aller Satire und Ironie ihrem Titel auf jeden Fall gerecht, wie Klaus Lesche zeigt. Im Dritten Reich, da sah ja alles recht gut aus. Also na klar, wenn man jetzt erstmal nur vom Design ausgeht, nicht von den Taten. Die Uniformen zum Beispiel, die waren gut geschnitten. Doch, hat er recht. Und damit sowas in Deutschland nie wieder passieren kann, ist eben hier alles extra hässlich. Deutschland in Finsterworld ist das eine mürrische, selbstquälerische, nicht ganz wirkliche Nation. Ständig scheint die Sonne, doch sie wärmt niemanden. Die Menschen treibt eine diffuse Sehnsucht nach Anerkennung, nach Liebe, nach Gott. Fußpfleger werden zu Sinnsuchern. Es kann nicht sein, dass wir in einem sinnlosen, toten Universum so vor uns hinleben. Nein, nein, es gibt ein Geheimnis. Ein Mysterium. Jeder in diesem Episodenfilm richtet sich in seinem Kokon ein, allein, zu zweit, in der Gruppe, aber immer gut isoliert, wie das reiche Ehepaar Sandberg. Man sitzt in der Blase und hört nichts, außer diesem angenehmen Schnurren. Es ist ein böser, dunkler Witz, der durch Finsterworld schimmert. So hat sich noch kein Regisseur deutschen Befindlichkeiten genähert. Ein Heimatfilm der anderen Art. Von den Kostümen her und so war es ja auch ein Versuch, eigentlich fast so was Comichaftes auch herzustellen. Regisseurin Frauke Finsterwalder erklärt nichts zu Tode, lässt Rätsel stehen. Das Drehbuch hat sie gemeinsam mit ihrem Ehemann geschrieben, dem Schriftsteller Christian Kracht. Er weiß, was dieses Land jetzt braucht. Man sollte sein Gegenüber einfach nur körperlich mal umarmen und in den Arm nehmen und dann wird alles wieder gut. Darf man ihm das glauben? Kracht liebt das Vieldeutige, seine Stärke sind präzis getextete, funkelnde Miniaturen. Finsterworld ist voll davon, am Schönen klebt stets das Hässliche. Ein ästhetisches Prinzip ist, dass schöne Dinge nur wahrgenommen werden können, wenn an ihnen sozusagen eine Ecke an der Tasse fehlt. Beginnt man mit dem scheuen Fußpfleger Claude zu sympathisieren, offenbart er bald befremdliche Vorlieben. Hat man den korrupten Polizisten Tom gerade in die Schurkenecke gestellt, macht ihn seine frustrierte Dokumentarfilmerfreundin zur Schnecke und es regt sich Mitgefühl. Ich bin ich fixiert. Ja, du bist ich, du sagst schon mal ich, zweimal ich in einem Satz. Merkst du das eigentlich? Manchmal schneidet die Hoffnung kleine Lichtkegel in diese Finsterworld. Dann winkt ein beschädigtes Glück im beschädigten Deutschland. Menschen finden zueinander, zumindest aber zum Käfer. Finsterworld läuft ab heute in den Kinos, wo in der freien Natur morgen am ehesten noch Krabbelkäfer und Menschen die letzten Sonnenstrahlen dieses Sommers erhaschen können. Oder ob es, wie gerade gesehen, vielleicht finster bleibt, das sagt uns jetzt Claudia Kleinert. Ich hoffe auf das Beste, Claudia. Thomas Roth, es wird das Beste geben. Also man kann Käfer in der Sonne betrachten, denn die werden wir in den nächsten Tagen häufiger sehen. Zumindest wird sie immer mal dabei sein. Hier die Sonnenstunden, zum Beispiel in Köln, der Samstag. Dort am freundlichsten, am sonnigsten. In Konstanz ist es der morgige Tag, genauso wie auch in Kiel. Dann Dresden eher Richtung Wochenende. Richtig freundlich und sonnig. Also dabei sein wird sie immer mal wieder. Ganz trocken bleibt es nicht unbedingt. Vor allem so Samstag, Sonntag kommt dann ein paar Schauer auf. Am Sonntag können die auch mal kräftiger sein. Am Sonntag in Köln beispielsweise 2 Liter pro Quadratmeter, 3 Liter pro Quadratmeter in Konstanz am Sonntag. Das soll diese Grafik aussagen. Also immer mal wieder Sonne, zum Teil sogar richtig viel am Samstag. Aber eben nicht so ganz lupenreines, goldenes Oktoberwetter, denn einzelne Schauer schaffen es doch zu uns. Es geht eben weiter mit dichteren Wolkenfeldern. Die haben heute schon zum Teil kräftige Schauer gebracht, halten sich in der Nacht noch im Norden und Nordosten und über der Mitte. Sonst ist es trocken, locker bewölkt oder sternenklar. Und da, wo es erstmal sternenklar ist, gibt es in der zweiten Nachthälfte Nebel. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte zwischen meist 10 und 5 Grad.
bei fehlender schützender Wolkendecke, wie zum Beispiel am Bodensee, um die 3 Grad. Morgen Vormittag dann noch Restwolken, vor allen Dingen so vom südlichen Niedersachsen rüber bis nach Sachsen und auch im Südosten Bayerns. Daraus etwas Regen. Am Nachmittag dann immer mal wieder sonnige Abschnitte. Vor allem im Norden und im Südwesten wird es richtig freundlich und sonnig. Die letzten kompakten Wolken hängen dann noch in der Lausitz und bringen ab und zu ein paar Tropfen. Temperaturen am Nachmittag, große Unterschiede im Norden und Nordosten, 10 bis 13 Grad, nach Südwesten 17 bis 20 Grad. Und diese warme Luft, die kommt in den nächsten Tagen auch noch ein bisschen weiter nach Norden und Nordosten voran. Der Wind, der wird im Nordosten spürbar sein, vor allem an der Ostsee, Mittelwindstärke 5 bis 6, da ist er recht kräftig. Ansonsten vor allem im Westen nicht mehr so starke Böen wie noch heute. Samstag lange sonnig, dann aus Westen dichte Wolken mit ersten Schauern, 24 Grad im Süden. Am Sonntag kommen dann kompakte Wolken mit Regen nach ganz Deutschland, aber es ist überall recht warm. Und das bleibt es auch in der kommenden Woche. Wir sehen hier fast durchgängig Temperaturen von um die 20 Grad. Und das gilt nicht nur für Köln. Das ist doch wunderbar, hören wir besonders gerne. Vielen Dank, Claudia. Hier spricht Reinhold Beckmann in der ARD im Anschluss mit seinen Gästen über die schwierige Situation, in der sich die USA im Moment befinden und ob das Land unter Obama die Weltmacht Nummer 1 bleiben wird. Gabi Bauer meldet sich dann um 0.30 Uhr mit dem Nachtmagazin. Ihnen noch einen angenehmen Abend und kommen Sie gut durch die Nacht. Musik.